Tada! Wir haben Mittwoch und ich bin überhaupt nicht zu Hause. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo ich bin hier. Ich bin natürlich mitten in der Nähe eines Laubbläsers. Sogar, das jetzt, wenn ich anfange, ein Video zu machen, ist ein Laubbläser. Aber das ist Hamburg, ne? Das ist Hamburg. Laubbläser. So. Mittwoch. Ich wollte heute eine Sache wollte ich heute machen. Eine kurze Sache. Und erzählen, dass es wichtig ist, mit seinen. Also ganz wichtig, dass man wenn man Depressionen hat, ist es wichtig, einen Laubbläser zu haben. Ganz wichtig. Weil der püstert eigentlich alles weg. Auch so oral und rektal. Immer Laubbläser. Das ist total wichtig. Und noch ein Auto. Am besten Auto und Laubbläser. Ein Laubbläser im Auto. Unbezahlbar. Wirklich unbezahlbar. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist eigentlich noch was ganz anderes. Ich sagte jemand, wie schön. Neulich sagte jemand, so schlimm ist bei mit den Depressionen ja jetzt nicht. Ne? Jetzt weiß ich nicht, wie ich das machen wollte. So schlimm ist, ist mit den Depressionen bei dir ja nicht. Du bist ja eigentlich meistens ganz gut drauf. Und immer wenn ich dich irgendwo sehe, ne, so schlimm ist das nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, doch, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Aber ich reiße mich zusammen. Lasse mich nicht gehen. Und das ist auch wichtig und ich sehe das, diesen Kanal und auch überhaupt, was ich mit Depressionen mache, als Vorbildfunktion. Für andere Menschen, die sagen, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich sage, ich kann euch auch nicht immer sagen, wie ich es mache, aber ich mache es einfach und sage, gegen an. Ne? Man muss was tun, man muss was bewegen und man kann sich nicht einfach hinsetzen und sagen, oh Mann, jetzt weiß ich nicht. Also ich weiß natürlich ganz oft nicht, was ich jetzt machen will. Aber wichtig ist halt, dass man sich manchmal auch sich selbst das nicht anmerken lässt. Also ich meine, manchmal denke ich, oh Mann, geht es mir eigentlich gut oder schlecht? Ich weiß es nicht so ganz genau. Und dann beiße ich mich halt durch. Und wenn andere Leute das nicht merken, dass es mir richtig scheiße gerade geht, dann ist das auch okay. Und die Leute, die mich gut kennen, die wissen halt auch von den Momenten, wie es mir ganz, ganz grausam geht oder wo ich denke, oh, jetzt komme ich überhaupt nicht weiter. Und und mein Tipp ist ja, sich durchbeißen. Und das Tolle ist, wenn kein Mensch merkt, dass du Depressionen hast und es trotzdem Leute wissen, ne? Ist klar zu verstehen, ne? Also alle Leute wissen, du hast Depressionen, aber keiner merkt es. Denn wenn dann mal so eine Phase kommt, wo du sagst, jetzt kann ich nicht mehr weiter, und das ist natürlich ganz blöd, aber dann ist die Bereitschaft zu helfen viel, viel größer, weil die Fallhöhe höher ist. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Es ist ein bisschen schwierig. Aber deswegen sage ich, gegen einkämpfen und gucken, dass man das alles auf so einem Level hält, der das Leben erträglich macht. Das ist ja das, was wir versuchen müssen die ganze Zeit. Und dann, wenn es mal nicht geht, dann kann man gerne um Hilfe bitten. Wichtig ist aber natürlich, dass man vorher schon mal erklärt hat, dass man auch Hilfe braucht. Dass man Hilfe braucht. So. Und jetzt ist Schluss hier, Freunde. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier noch wieder hochkomme. Ich bin auch schon alt. So. Was natürlich auch unglaublich super wäre, wenn ich jetzt noch mal rückwärts hier in die Stufen gefallen wäre. Aber jetzt ist auch vorbei. Hier Hamburg. Ne? Schönes Hamburg, mein Hamburg. So. Tschüss.